Diese Rubrik oder diese Kategorie befasst sich mit dem Medium TikTok. Wer ist bei TikTok unterwegs? Hast du einen TikTok-Account? Ja? Du hast auch einen? Was? Ich überlege noch. Du überlegst noch. Wir haben jetzt gleich Feeds, ganz wichtig, TikTok-Feeds von prominenten Personen. Also es ist ja so, dass der, wie nennt man das, der Algorithmus gibt einem ja immer das noch mal mehr, was man gerne sieht. Also wenn ich gerne Fußballern zum Beispiel folge, kriege ich sehr viel Fußball-Content. Dementsprechend kriegen die Personen, die wir suchen, gleich einen Feed, die quasi beschreiben, wer diese Personen sind. Mhm. Okay? Wir haben ein paar Feeds für euch vorbereitet. Und ihr könnt lösen, wenn ihr es wisst, einfach indem ihr buzzert. Wenn ihr es allerdings falsch beantwortet, seid ihr gesperrt. Die anderen können dann noch weiter gucken. Wenn ihr es richtig beantwortet, gibt es einen Punkt. Es sind alles prominente Menschen, also Menschen, die man kennt. Nationale, internationale Stars. Mhm. Und es geht darum, dass ihr anhand des Feeds erkennt, wer ist es. Mhm. Okay? Wir fangen mal an mit Nummer 1. Was Segeln haben's gesagt? Was denn schön Urlaub, hab's gesagt? Wow. Okay. Machen eins weiter. Also es sind auch immer noch Hashtags und so unten dabei, die vielleicht noch mal so ein bisschen einordnen, was wir suchen. Schweden, Polarlicht, okay. Ja. Hey Leute, ich bin die Dina und heute zeige ich euch, wie man ganz leicht einen französischen Sopp stylen kann. Ich flechte meine Haare immer etwas lockerer. Schweden, Polarlicht, Zöpfe. Mhm. Ich habe aber noch eins hier. Um den Klimawandel zu stoppen, muss vor allem die Politik handeln, aber... Ach, natürlich. Greta Thunberg? Ja, natürlich. Nächste hier. Ja, super. Okay. Greta Thunberg. Ein Punkt, Hedy. Okay. Greta Thunberg, gutes Mädchen, viele richtige Sachen gesagt. Der Detektor war ein guter Junge, auch was Richtiges gesagt. Mal was Richtiges gesagt. Ich hab was Richtiges gesagt. 6 Punkte, alles gut. Wir haben einen weiteren TikTok-Feed für euch hier. Ich mach weiter. Hi Freunde, ich bin Taxifahrer und wieso ich mich über so Kurzfahrten wie 4,50 Euro nicht aufrege, erkläre ich euch jetzt sofort. Ja Freunde, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich rege mich nicht über Kurzfahrten auf, weil ich versuche immer das Menschliche dahinter zu sehen und denke mir, die Menschen haben bestimmt ihren Grund. Nächster. Moin, die Wall Street. Auf Deutsch Wallstraße. Heißt tatsächlich so, weil in ihr mal ein Wall zur Sicherheit der Bevölkerung stand. Es ist also eine Straße in Manhattan, um genau zu sein, im Financial District. Italiener, ha? Girl, oh, ich liebe sie. Du bist im Regen, ne, honey? Du bist... Ich mache jetzt einfach mal Wild Guess. Ich muss ja auch aufholen. Robert De Niro. Okay. Natürlich. Wie hast du es zusammenkommen? Oh, natürlich. Taxi Driver. Natürlich. New York. Mm. Und jetzt war ich bei Italiener. Da war ich dann bei, dachte ich so, jetzt muss ich einfach mal machen. Also ich dachte es bei Taxi Driver schon. Das Verrückte ist, 80% richtig. Hä? Okay. Ja, es gibt eine Feine. Aber super, genau richtig. Alles richtig gemacht, Simon. Es gibt noch ein, leider falsch, genau, leider falsch. Aber nächster Hinweis. Bastian. Dann bleibt ja nur Martin Scorsese übrig, ja, als Regisseur wegen Filmsachen. Ne? Aber wieder mal, Simon hat mir geholfen. Simon hat die Rampe gebaut, über die du gefahren bist. Martin Scorsese ist richtig. Ja, aber das viel. Hier sehen wir ihn. Schade, klappt, Simon, aber ey. Ich möchte es nicht nochmal sagen, es ist alles gut. Ja. So, wir haben ja noch jemanden, hier kann noch alles passieren. Wir schauen in den nächsten rein, aber sehr gut gelöst, Bastian. Mhm. Bergisch Gladbach. Oh. Ja. Ich habe eine Vermutung jetzt schon, aber ich warte noch. Du wartest noch? Gut, dann mache ich den nächsten an. Teddy. Heidi Klum? Heidi Klum. Gucken wir mal. Ist Heidi Klum richtig? Ja!
Heidi Klum ist richtig. Bergisch Gladbach, das ist der Vorteil, wenn man in Köln wohnt wahrscheinlich. Deswegen, das ist das Einzige, ich so, okay, Bergisch, warum Bergisch Gladbach? Es kann nur Heidi Klum sein. Niemand kommt aus Bergisch Gladbach, außer Heidi Klum. Ich glaube nur Heidi Klum, Günter Klum und Mutter Klum. Mhm. Das sind die Klums. Die Gründer von Bergisch Gladbach. Das sind ja die Frauen, das ist ein Start-up, Bergisch Gladbach. Fashion Start-up. Bergisch Gladbach, die Fashion-Ikone. Aber es ist nicht so leicht, ne? Man hat gemerkt. Ich habe es doch erst nach dem dritten Mal verstanden. Ah, okay, ging mir letztes Mal die ganze Zeit so. Ging dir beim letzten Mal die ganze Zeit so? Aber das lag an dir. Ladies and Gentlemen, das war Wer bin ich? Und wenn ja, wer bin ich?